Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu Call of Arms, Call to Arms, Entschuldigung, Gates of Hell Ostfront. Ich habe übrigens, ich weiß nicht warum, ich habe gesagt, wir gucken mal, wie so eine Offensive laufen würde, wenn wir hier die Stellung direkt angreifen. War ja sehr verlustreich, wir wären zwar durchgekommen, aber wir werden jetzt trotzdem erst mal gucken, ob wir diese Stellung mit unseren Mörsern beschießen können. Das klappt jetzt hier sogar mal. So, ich habe meinen zweiten Mörser wieder gefunden, ich weiß nicht warum, der war vorhin weg, jetzt ist er wieder da. Schießen uns auf alle Fälle erstmal auf die Stellung. Hab jetzt alle Panzer hier. Und wir schießen jetzt einfach mal auf die Stellung hier. Das ist das Ziel, was ich habe. Mit zwei Mörsern. Dafür habe ich hier die zwei Mörser. Ich finde es eigentlich dumm, dass ich es überhaupt auch schon wieder nicht geschafft habe, mich so weit zu beschäftigen. Okay. Wir sehen auch hier Rauch. Das ist, glaube ich, eine Verteidigungsmaßnahme. Was den aber nichts bringt, weil wir eh blind schießen. Das ist ja quasi so einfach mal just for fun. Wir tryen einfach mal, ob wir da reinkommen oder nicht. Und wichtig ist hier, diese Stellung kaputt zu bekommen. Und eben hier diese Schützengräben auszuräuchern. Denn da ist hoher Widerstand. Mit den Panzern kommen wir klar, würde ich sagen. Einzige, wo ich sagen muss, ich bin mir noch nicht so richtig sicher, was es mit der Infanterie auf sich hat in dem Spiel. Weil hier macht jetzt Infanterie eh oben dann vielleicht Sinn. Aber da müssen wir erstmal da oben hinkommen. Da ist eben das Problem, dass die feindlichen... was ist das hier eigentlich? Ah, da ist übrigens noch einer. Das Problem ist halt einfach, dass die feindlichen Stellungen da relativ aggro sind. Und wir haben keine Deckung. Das ist das Hauptproblem. Wir haben einfach keine Deckung an der Stelle. Ach, das sind Fahrzeuge oder was? Transportwagen? Ah, okay. Transportwagen, was ist hier? Ach, das ist unser alter... Scouty-Scout, ne? Genau, der Panzerwagen. Wollen wir uns den wieder? Wollen wir uns den wieder holen? Können wir den reparieren? Mal jedenfalls zu Fuß können wir immer noch laufen. So, hier oben sieht sehr gut aus. Das haben wir mal richtig rausgeräuchert schon mal. Okay, wir müssen aber da oben noch hinräuchern. Deswegen würde ich sagen, einmal dorthin. Hoffen wir mal, dass das reicht einfach. Und einmal dorthin. So, sehr schön. Also Mörser sind meine Favorite-Einheit. Es gibt schon andere Spiele, muss ich auch sagen. Da mag ich auch die Mörser immer sehr, weil die immer sehr viel Bum-Bum machen. Okay, Munitionslaster. Wem hatten der auch wieder auch munitioniert, dass ihm auch immer so viel Munition fehlt? Ah, die Medics wahrscheinlich. Das kann natürlich gut sein. Okay, gehst mal hier hin. Hoffen mal, dass der nicht abgeschossen wird da vorne. Treibstoff passt. Munition müsste auch passen. Die haben ja kaum geschossen bis jetzt. So, Motor ist aus. Motor ist aus. Sieht man ja auch an dem kleinen X. Dann kann man die Panzer nicht bewegen. Das bedeutet, dass die quasi einen deaktivierten Motor haben. Was ist mit deinem Problem? Er hat keine Munition. Ja, Leute, ist ja nichts Persönliches, aber ich kann euch ja nicht den ganzen Tag neue Munition hier organisieren. Aber die haben Level Up bekommen. Sehr schön, Level 3 sogar schon. Sehr erfahrene Mörser. Boys, die sind auch schon Level 2. Erhöht die Genauigkeit und wir treffen alles außer die Bunker, so wie ich das aktuell sehe. Okay, gut. Sollte diesmal etwas besser laufen, denke ich mal. Also dann. Ich finde es schade, dass es keine Tastenkombi für den Motor gibt. M zum Beispiel. Egal. 6 Panzer haben wir und wir haben die Stellung ausgeräuchert. Kriegt jetzt erstmal alle wieder Munition. Schauen wir mal, oder? Let's see what we can do now. Die schickt man sogar direkt dort rein. Und ihr brecht eure Aktion erstmal ab, weil wir uns sonst am Ende selber beschießen. Stopp. Abbruch. Auf geht's. Genau, fällt erstmal ein paar Bäume. Schade eigentlich mit der Luftwaffe. So, das ist kaputt. Das ist kaputt. Sehr gut. Also wir haben alle Panzerstellungen zerstört oder Anti-Tank-Stellungen zerstört. Jetzt ist nur noch da oben Panzer, ne? Wie wir wissen. Und da ist das Problem, hier konnten, da oben konnten wir uns nicht um den Panzer kümmern. Da ist er. Da ist er, der Panzer. Der steht sehr schwierig.
Da war das Problem, das war leider so nicht möglich, sich um den zu kümmern. Fahren wir weiter vor. Ja, kümmert euch um die. Aua. Was schießt denn hier noch? Hier schießt irgendwas noch auf uns. Ich weiß aber nicht was. Oder wir haben von der anderen Seite beschossen, von Panzern. Die Boys lassen sich auch ein bisschen Zeit hier. Aber was hat auf dich geschossen? Was ihn auch direkt zerstört hat. Das kommt ja auch nochmal dazu. Da ist übrigens der Panzer. Du hast jetzt gar keinen Bock mehr, dich zu bewegen, oder? Was schießt denn hier alles auf den? Der wird so hart beschossen. Ich weiß aber nicht von was. An dem Panzer. Da hinten ist Mörser. Ah, das ist ein Mörser. Herzart. Ja, Kette ist kaputt. Super. Weil da hinten nochmal ein Panzer kam. Das geht jetzt für alle Panzer scheiße aus hier gleich. Und von hier kommt auch noch ein Panzer. Aber da haben wir rein theoretisch gar nichts gegen. Außer den da. Und den da. Ah, der schießt schon mal drauf. Sehr schön. Und ihr haut ab. Und zwar as fast as possible. Scheiße. Leute, Leute. Was ist mit dem Panzer? Ist der jetzt kaputt oder steht? Ist der immer noch da? Der ist immer noch da. Können wir den nicht zerstören mal? Wenn wir so eine Antipanzergranate hinschmeißen. Scheinbar nicht. Jetzt hat... Ah, okay. Jetzt ist er kaputt. Ändert nichts daran, dass wir auch kaputt sind, so ziemlich. Kommen auch einige Panzer, wie wir sehen können. Auch da kommen einige Panzer. Warum wir denn gleich so übertreiben mit den Panzern? Okay. Mal dafür speichern wir ja. Zum einen, weil ich noch nicht so gut bin in dem Spiel und keine Ahnung habe, was wir hier machen. Und zum anderen eben auch auf solche Situationen zu reagieren. Das Ding ist, ich glaube, es ist klüger, nicht anzugreifen in der Situation erstmal. Wir haben die ziemlich gut rausgeballert. Jetzt ist die Frage, wenn wir einen bestimmten Punkt vorrücken, greifen ja die Panzer an. Das heißt, es wäre dann in dem Sinne logisch, dass wir uns einfach defensiv aufstellen. Dorthin zum Beispiel. Dorthin. Dich bringen wir natürlich auch gleich mal in Position mit. Ihr könnt einfach mal weiterschießen dann, ganz ehrlich. Schießt einfach weiter. So, die greifen uns ja automatisch an, sobald wir diese Straße überqueren, ne? Oder sobald wir auf dieser Straße fahren, ne? Jetzt hat... Genau. Das Ding stellen wir jetzt mal dorthin. Das ist ein mittlerer Panzer, der soll sich mal schön irgendwo hinstellen. Da wird irgendwas, irgendwas schießt hier auf uns. Und da oben schießt auch noch irgendwas. Na gut, das ist natürlich eine befestigte Stadt, ne? Das ist Anti-Air, was da wieder schießt. Das höre ich 10 Kilometer entfernt. Also diese Anti-Air geht mir hart auf den Sack. Fürs Protokoll. Die mag ich gar nicht. Haben sie noch Munition eigentlich? Ja, offiziell haben sie noch welche. Überlege eigentlich mal, just for fun, dorthin vorzurücken. Weil ich glaube, die dürfen eigentlich gar nicht so viele Einheiten mehr da haben. Jetzt chillt er. Ist auch irgendein Fahrzeug, oder? Ah, ein Transporter. Wir hören jetzt hier die Panzer schon fahren. Erst Problem hier ist, stehen ein bisschen ungünstig hier an der Stelle. Kann ich immer so auf, dass ihr die da auch direkt konfrontieren könnt, die feindlichen Panzer. Da kommt der erste nämlich schon. Au. Der schießt auf uns und der hat sogar... Ja klar, freilich. Freilich, der brennt direkt. Von einem Hit. Ich sehe den nicht mal und er killt uns direkt. Juhu. Also.
Ja, okay. Was war denn das? Ein leichter Panzer. Können wir die reparieren oder ist das zu spät? Ne, das ist alles zu spät, okay. Okay, den haben wir zerstört. 1 zu 1, ein Einser-Trade sozusagen. Wir zerstören einen, die zerstören einen. Da steht ein kleiner Panzer. Trotzdem ärgerlich, so einen Panzer zu verlieren. Ihr verpisst euch mal schnell. Was anderes können wir mit euch eh nicht machen. Du kannst ja da mal mit reingehen. So. Ah, okay, nee. Nee, nee, wenn du hinten drauf sitzt, macht's ja gar keinen Sinn. So. Ja, schieß halt mal. Bist denn du? Ladeschütze, da ist der Scharfschütze. Na. Okay, ja, du siehst natürlich jetzt hier so nicht so viel, ne? Ganz schlecht hier mit der Sicht. Ganz schlecht mit der Sicht. Das ist eine gute Verteidigungsposition, mal von dem einen Panzer abgesehen, den wir verloren haben. Können wir auf den schießen? Ihr seht den doch, jeder sieht ihn. Okay, das sieht gut aus. Also die Infanterie zumindest schaut gut aus. Und das war ein direkter Hit auf den Turm. Und das war's mit ihm. Sehr gut. Nächste tot. Leute, könnt euch gerne mal hinhocken. Ihr werdet beschossen, nämlich, by the way. So, wo ist denn mein Mörser, den ich hier just so fun mal vorgeschickt habe? Hallo? Was ist denn mit ihm? Rennt er einfach vor? Okay. Ja, genau, das meine ich. Das ist halt wieder so typisch dumm. Ihr habt keine Deckung und der rennt einfach nach vorne, weißt? Ohne mich um Erlaubnis zu fragen. Und danach wieder rumheulen, wenn ihr alle tot seid. Das sind immer die Besten. Haben wir einen Marschbefehl? Ja. Offensive ist der Marschbefehl. Jetzt kommen die Panzer. Da kommt einer, da kommt noch einer. Schießt mal drauf. Ich gebe jetzt einfach allen Panzern automatisch einfach den Befehl zu schießen. Jawohl. Das soll es mit ihm gewesen sein, oder? Jawohl, das war's mit ihm. Aber jetzt kommen da vorne die ganzen Panzer. Was machen die denn da? Ey, Leute, was macht ihr denn da vorne? Hört doch auf mit dem Scheiß. Ohne Witz. Hier ist übrigens Panzerschlacht angesagt. Für den Fall, dass ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet. Könnt euch mal dorthin stellen. Auf geht's, auf den schießen. Schießt auf den, da ist noch ein Panzer. Das ist ärgerlich, weil der Panzer könnte richtig wehtun. Auf den da. Also wir zerstören einen Panzer nach dem anderen, das ist doch ganz gut. Jawohl. Also komm, das Ding ist doch tot, Alter. Jawohl, jetzt. Ah! Oh, oh. Okay, egal. Passt schon. Hat sie erledigt. Was machen sie denn da? Hallo? Bleiben sie bitte. Wo, oh, Feindpanzer? Noch ein Feindpanzer? Kann doch gar nicht sein. Also ich bin ein bisschen überrascht, wie gut das gerade gelaufen ist. Also für uns im Hinterkopf, wenn es heißt, feindliche Verbände nähern sich, dann machen wir einfach mal gar nichts. Chillen einfach mal nur ein bisschen. Was macht ihr denn da hinten? Heilt euch, okay. Fahren jetzt mit den Boys einmal dorthin, um den Panzer von der anderen Seite zu attackieren. Ah. Ah, da ist immer noch... Da ist auch noch ein Panzer, wie wir sehen. Und der tut weh. Jetzt haben wir einen Fehler gemacht. Mit dem Vorrücken hier. Hätte ich zuerst in die Stadt fahren sollen? Wäre es klüger gewesen, zuerst in die Stadt zu gehen? Weiß es nicht. Na, jetzt bringen sie natürlich alles in Position. Wir sind zu weit an der Stadt entlang gefahren. Das Ding ist aber, selbst wenn wir diese erhöhte Position erobern, ist die Frage einfach, die ich mir gerade stelle,
Wäre es nicht vielleicht klüger, unsere Infanterie, ich überlege gerade, unsere Infanterie komplett auch unten rumzuschicken. Schwierig. Keine Ahnung, bin ich so schlecht? Würde mich interessieren, wie die Profis das machen, die sich mit der Serie auskennen. Ja, wie gesagt, wenn ihr Tipps habt oder sowas oder mir irgendwelche Vorschläge oder Ratschläge geben wollt, dürft ihr mal gerne jederzeit machen. Okay, machen das jetzt anders. Wir ziehen unsere Infanterie um. Und schicken unsere Infanterie, aua. Schicken unsere Infanterie einmal komplett nach unten und befehlen unseren Mörsern, die Stadt zu beschießen. Das ist jetzt erstmal mein neuer Plan. Mir fehlt doch schon wieder ein Mörser. Da ist ein Mörser. Leute. Da ist mein zweiter Mörser. Okay. Dort aufstellen. Und ihr stellt euch auch dort mit hin. Macht nicht wieder Faxen. Ey, die schießen noch meine Einheiten. Macht die mal weg. Kaputt, ja. Hat jemand gekillt? Gott sei Dank, ja. Also ist eine gute Stelle, an der wir unsere Boys da haben. Das passt eigentlich. Dürft ihr erstmal alle hinlegen. Wo ist jetzt mein Mörser? Da ist Mörser A. Da kommt Mörser B. Ich hab's erwischt. Leute, mich erwischt seit 2 Stunden. In der ersten Mission. Weil Call to Arms, glaube ich, was ich auch bis jetzt mitbekommen habe, keine Spieleserie für Weicheier ist. Okay, also die Stellung müssen wir auf alle Fälle beschießen. Ja, ich sag euch jedes Mal, wir müssen mehr auf die Umgebung achten. Anstatt, dass ich es dann mal mache. Und jetzt wieder. So. Ich hab keine Munition mehr. Muniboy, auf geht's. Die haben keine Munition mehr. Dort hinschießen. Ich höre Panzer hier drüben. Sagt mir nicht, dass die da nicht hinschießen. Leute, macht doch sowas jetzt hier nicht. Mal. Sollte eigentlich nur. Das ist doch so eine kleine Range. Da kannst du eigentlich nicht treffen. Leute, Leute. Ist die Range zu niedrig? Ah, die schießen. Das muss man irgendwann. Irgendwann muss man das mal erklären. Warum die einen schießen oder die anderen nicht? Weil die zu viel Erfahrung haben wahrscheinlich. Weigern die sich? Ne, jetzt schießen sie auch, oder? Ja, okay, gut. So. Hahaha. Plan ist jetzt. Stadtausräucher nebenbei mit den Panzern, dass wir hier nicht seitlich beschossen werden, wenn wir da hochfahren. Und dann hier oben diese Stellung in diesem Bumsdorf hier hinten ausrotten, inklusive diesem Panzer, der hier steht. Weil von vorne kriegen wir den Panzer nicht. Der ist mit seinen scheiß Sandsäcken so eingegraben. Da kannst du Lotto spielen gehen, das hast bessere Chancen zu gewinnen. Steht irgendwo ein Fahrzeug angeblich. Wo ist denn das? Ist dieser Panzer, der da falsch rumsteht? Tatsache. Leichter Amphibienpanzer, mhm. Aktuell eher leichter, kaputter Panzer. Okay. Das, denke ich mal, sollte schon mal sehr erfolgreich gewesen sein. Hi, Jungs. Haben wir hier Anti-Tank-Kammer da? Machst du deinen Job? Weil irgendwie heult der rum, dass er keine Munition hat. Was ist er denn vom Beruf? Weiß ich gar nicht. Kannst du irgendjemanden heilen oder so? Dich nützlich machen? Weiß ich nicht. Okay, pass auf. Wir ändern das Feuer mal eher ein bisschen hier oben. Okay, oder auch nicht. Hier oben hin. Mit euch. Und ihr schießt mir mal ein bisschen da so hin. Ja, weiß ja nicht, wo die alle rumgammeln. Möchte aber möglichst wenig Infanterie verlieren. Das weiß ich auf alle Fälle schon mal. So, auf geht's. Ihr geht schon mal dorthin. Ich habe kein Medic mit dabei. Wo sind meine Medics? Das ist kein Medic. Das ist auch kein Medic. Meine Ärzte alle. Das sind meine Ärzte. Auf alle Fälle mal einen Arzt mit hinschicken. Dann setzen wir mal zum Häuserkampf an, wa? Okay, die räuchern sich hier ein.
Da sind nochmal Schützengräben. Hier könnte es auch nochmal harte Kämpfe geben. Oh, jetzt hat er keine Munition. Ja, genau. Überfahr erstmal deine eigenen Leute. Schön. Ist es drüber gefahren? Hallo? Lebst du noch? Ja, er lebt noch, oder? Okay, gut. Hast du echt ganz kurz gedacht, dass sie den überfahren haben. Hätte ich denen echt zugetraut halt. Also die Stadt wurde ausgeräuchert, die andere Stadt wurde ausgeräuchert. So, jetzt ist nur die Frage... Oh, speichern. Krabbe ist ein Noob. Entschuldigung. Ist gespeichert? 24. September, 2.01 Uhr. Cool. Da wissen wir ja gleich, wie viel Uhr wir haben. So, dann fahrt mal. 5 Panzer haben wir noch, einen haben wir verloren. Und warum fährst du nicht? Warum hat der... Bessere Frage, warum hat der keine Leute da drin? Okay. Er hat... Diese Flak schießt immer noch von irgendwo. Von da oben? Von da hinten, Alter. Das ist ja mal richtig scheiße. Mal richtig scheiße von denen. Gucken, ob wir die ausschalten können. Bevor die hier noch mehr großen Schaden anrichten. Oh, das war irgendwas Hartes. Da hat uns irgendwas erwischt. Aber Mörserbeschuss auf unsere Stelle. Mir geht es eigentlich nur darum, diese Flak jetzt endlich mal kaputt zu machen. Ah, ist eine feindliche Infanteriestellung. Die sind jedenfalls tot. Oh, da oben ist ein Panzer. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Ah, oder auch nicht mehr. Okay, gut. Warte mal. Da oben war die Flak. Und da ist eine Infanteriestellung. Glücklicherweise bin ich keiner, der Safe Games ausnutzt. Das Ding ist, ich bin eh total blöd. Wir haben doch hier soweit alles geklärt. Wir können auch die Dinge jetzt einfach viel weiter vorschicken. Halt. Mal ohne Witz. So, alles ganz entspannt. Könnt ihr auch einfach hier vorschicken, haben wir noch eine viel größere Range. Warum denke ich an sowas immer nicht? Warum muss ich immer erst auf die Schnauze bekommen, um solche obvious Sachen zu durchblicken? Okay, pass auf. Da war die Anti-Air-Stellung und hier war diese hässliche Infanteriestellung, ne? Jetzt hoffe ich nur mal, dass das überhaupt geht. Einmal dorthin. Und einmal dorthin. Schießt der auch? Der schießt nicht. Soll doch eigentlich gehen? Weiter nach hinten? Weiter zur Seite? Habt ihr schlecht geschlafen? So, ihr dürft jetzt übrigens trotzdem nochmal hier reingehen. Der Befehl war nie aufgelöst. Okay. Da waren zwei meiner Jungs und ich glaube nicht, dass wir die retten können. Ach, schade. Schade, Marmelade. Bam, jetzt hat. Geht's jetzt? Immer noch nicht. Was ist denn mit euch? Könnt ihr da hinschießen? Schon, oder? Ihr schießt doch wieder. Nee, auch nicht. Okay, er lädt nach, aber die schießen nicht. Ist interesting. Okay, weigern sich quasi beide dahin zu schießen. Dann ändern wir unseren... Wir ändern unseren Plan. Machen das jetzt anders. Wir machen das jetzt anders. Und zwar 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5. Fahren wir den Panzern jetzt einfach mal dorthin. Ansonsten... Achso, wir können nicht mit zwei gleichzeitig ausgehen. Okay, gut. Da weiß ich da auch schon mal Bescheid. Wenn ich ein bisschen schade finde. Soll ich mal seitlich hinschießen? Aber jetzt mal... Nee. Sehr weird. Vor allem hier drüben geht es ja komischerweise. Weiter nach rechts. Mit einer gewissen Streuung, dass wir trotzdem treffen? Nö. Auch nicht. So, Leute, hier übrigens.
Mal nicht zu weit vorrücken alleine. Könnt ihr euch hier ein Loch hinmachen? Bleib halt stehen. Fährt einfach weiter. Würde keinen Zwang an. Stehen dieser Panzer. Haben die irgendwie eine Flak... Ah, die haben diese Anti... Ah, die haben diese Anti-Tank-Ding wiederbelebt. Schieß drauf. Okay, danke. Jetzt... Diese Flak da oben geht mir auf den Sack. Die ist so pervers positioniert einfach. Das ist so ätzend. Die haben das Ding sogar direkt wieder außer Gefecht gesetzt. Wo ist der Panzer jetzt hin? Lol, da steht er. Lol, der steht einfach da drüben an der Ecke. Ich werde zum Pionier. Hallo, kannst du drauf schießen? Reitresser, du musst nicht drauf schießen. Nur wenn du willst. Wenn du nicht wollt, dann halt nicht. Ah, das war's mit meinem Panzer. Ach, das gibt's doch nicht, Leute. Mit dieser Flak da oben. Also jetzt mal probieren. Wir wissen ja, hier steht der Panzer. Vielleicht können wir den Panzer... Wir hatten hier Panzerabwehrgranate. Wir hatten von euch Panzerabwehrgranate. Die einfach mal dorthin werfen. Du hast die Panzerabwehrgranate. Gucken, ob das funktioniert, was ich jetzt vorhabe. Den Typen da auszuräuchern. Mal gucken, ob es von einer anderen Position besser klappt. Ah, jetzt klappt's. Okay. Und ihr nehmt euch nochmal... Nochmal diese Stellung davor. Das gibt's doch jetzt nicht. Ich gebe dem extra noch den Befehl, dass er... Eine Panzerabwehrgranate zu werfen, erfordert doch jetzt nicht unbedingt große Wissenschaften im Bereich der Panzerwurfgranaten. Warum läuft der einfach drum herum? Aber wissen wir wieder was, nämlich niemals Panzerabwehrsoldaten vertrauen. Das Gute ist, umso öfter wir es machen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch irgendwann klappt. Wäre schön, Digga. Scheißegal, dass du einen Sanitäter brauchst. Jetzt schießt der hier nicht da drauf. Gut, dann sollte er einfach wieder dorthin schießen. So, pass auf. Sobald du deine Panzergranate geschmissen hast, mein Freund, erstmal speichern, weil ich mache hier die ganze Zeit das gleiche immer und immer wieder. Jetzt hat. Ja gut. Auf dem Papier hat es funktioniert, in der Praxis nicht so. Granate hinschmeißen? Ich weiß nicht, ob eine Granate Sinn macht. Er hat auch gar keinen Bock, die Granate zu schmeißen, wie wir sehen. Ja, Position. Verdammt. Habe ich noch irgendwas gegen Panzer da? Nee, ne? Wir haben keine mehr, die es mit Panzern aufnehmen könnten. Was wir allerdings machen könnten, dich einfach nochmal auch munitionieren. Schießt man jetzt eigentlich auf beide Stellungen oder schießt einfach nur der eine hier den ganzen Tag? Nur der eine schießt den ganzen Tag, der andere schießt gar nicht. Können wir dorthin schießen? Leute, Leute. Haben wir jetzt diese Flakstellung endlich gefickt? Vor allem, warum schießen die immer Rauch? Kann es sein, dass der Rauch schießt? HE? Ne, er schießt schon HE. Müsste schon HE sein eigentlich. So, klappt es jetzt endlich, oder? Ja, danke schön. Nach 10 Jahren hat es endlich mal geklappt. So, mein Bogen, hast du da ein Ding? Jawohl, dann auf nochmal hin. Was ist mit Raketenwerfern? Panzerforst, aber Raketenwerfer haben wir nicht. Wir können sogar nochmal einen Panzer holen, einen Panzerjäger rein, theoretisch, aber lass mal sein hier. Oh, da ist was kaputt gegangen, und zwar ein Haus. Hoffe mal, da hat keiner mehr drin gewohnt, weil sonst ist er jetzt obdachlos. Leute, Leute, komm. Lauf mal schneller jetzt. Und das hat keine Ausdauer mehr, oder was? Voller Sack. Ist eigentlich nur deine Aufgabe jetzt, dass du diesen Panzer da zerstörst. Die Flak ist auch kaputt. Dann könnten wir jetzt eigentlich mit der kaputten Flak nochmal probieren, vielleicht einfach dort oben lang zu fahren. Ich weiß es nicht. Wir schauen jetzt erstmal. Wir müssen halt langsam vorgehen. Das ist immer das Problem, was ich immer den ganzen Tag habe. Okay.
glaube, die Kette ist kaputt, oder? Oder schaut die immer so scheiße aus? Keine Ahnung. Hol dir mal wieder Munition. Sammelt sich eh langsam wieder. Okay. Das war's leider mit meinem Kollegen hier. Der ist soeben, na, noch nicht ganz ums Leben gekommen. Haben wir einen Medic hier? Könnt ihr den nochmal aufsammeln? Vor allem, wer hat auf den geschossen? Ist wahrscheinlich die viel bessere Frage gerade. Wo ist der beschossen? Von hier? Oder vom Panzer? Vom Panzer, glaube ich, oder? Es kann gut sein, dass der Panzer auf ihn geschossen hat. Aber dafür haben wir Medics. So, du bist ready. Also, komm, auf geht's wieder hoch. Ja. Du holst mir einfach nochmal wieder Panzerabwehrgranaten. Hä? Mutig von ihm. Ist da ein Panzer oder warum schießen die alle dahin? Okay, jetzt geht's ab. Also wir sind relativ gut aufgestellt. Also ich lade zwar hier nur wieder neu. Ja, was ich nicht schlimm finde, wie gesagt, das ist mein erstes Mal, meine erste Mission. Da muss man sich erstmal zurechtfinden. Deswegen finde ich das überhaupt kein Problem. Auch werde ich wahrscheinlich auch später noch ein paar Mal machen. Ich habe kein Tutorial gespielt, das heißt, ich weiß überhaupt nichts. Ich denke aber trotzdem, ich mache mich ganz gut. Wir haben kaum Verluste erlitten. Wir haben einen Panzer erobert oder zwei Panzer sogar. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.